Hallo ihr Süßen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Weihnachten naht, es kommen ganz, ganz viele Geschenkeverpackungen von ganz vielen tollen, namhaften Spielzeugherstellern. Bloß wohin damit? Auf dem Dachboden, im Keller, in die Pappmülltonne. Nein, ihr könnt damit auch was ganz, ganz Tolles machen. Ich will euch das mal so zeigen, oh, das ist irgendwie Wonderfell. Ihr könnt daraus ein ganz, ganz tolles Puzzle machen. Ich habe das jetzt schon ganz oft gemacht für die Kinder. Die Mädchen haben ja auch von Lego ganz viel und irgendwie war mir das zu schade, diese ganzen Kisten einfach auf den Dachboden zu schmeißen oder in die Papiermülltonne. Und deswegen wollte ich euch unbedingt mal zeigen, was ihr damit alles noch so Tolles machen könnt. Und heute machen wir daraus ein Puzzle. Und wie das geht, das seht ihr natürlich jetzt. Ihr braucht ein Lineal, Bleistift, ein Cuttermesser, einen Klebestift, eine alte Verpackung von irgendeinem Weihnachtsgeschenk oder einem Geschenk und normale Bastelpappe. Wir fangen an damit, dass wir jetzt das ausgeschnittene Kartonteil unseres Geschenkes auf die Pappe legen und einmal drumherum zeichnen, damit wir nachher die richtige Kante haben. Also einmal schön ordentlich vorsichtig drumherum malen. Diese Linien fahrt ihr jetzt mit dem Cuttermesser einmal lang. Das ist natürlich ganz gut, wenn man ein Lineal hat, an dem man vorbeifahren kann. So, jetzt haben wir hier schon mal den Rahmen für unser Puzzle. Den können wir uns jetzt einfach nochmal nach Lust und Laune verzieren. Ich habe jetzt hier verschiedenes Washi-Tape genommen und einfach nochmal einen schönen Rahmen draus gemacht. Jetzt nehmen wir uns unseren fertigen Rahmen und schmieren den von hinten einmal schön mit Klebe ein, sodass wir das gleich auf unser zweites Stück Pappe kleben können. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Teil. Wir machen unser Puzzle bzw. unsere Puzzleteile. Dafür kleben wir jetzt einfach unsere Vorlage bzw. unser Kartonstück, was wir als Puzzle haben wollen, auf ein Stück Pappe. Dafür könnt ihr am besten das Stück nehmen, was ihr als erstes rausgetrennt habt aus dem Rahmen. Das kleben wir einfach mit Klebestift drauf. Und jetzt können wir mit einem Lineal ganz viele verschiedene Formen darauf malen. Ich habe einfach 3-4 grobe Linien gemacht und habe mich von da aus immer weitergearbeitet, sodass ich ganz viele kleine Stücke nachher bekomme und die habe ich einfach mit einer Schere jetzt zurechtgeschnitten. Ja, und fertig ist unser Puzzle. Hier zum Beispiel habe ich jetzt von Samira von ihrem Lego Friends Karton einfach ein Stück genommen und ich finde es eine total tolle Idee. So braucht man es nicht immer gleich wegschmeißen, braucht sich keine teuren Puzzle kaufen, kann einfach mal gucken, ob Kinder überhaupt Interesse daran haben, bevor man sich jetzt irgendwelche zulegt. Also ich finde es eine tolle Idee. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen und freue mich auf nächste Video mit euch. Tschüss, ihr Lieben!